R-E-W-I-N-S-I-D-E. Hey, ist gerade für dich gekommen. Ist wichtig. Mann, hau ab jetzt. Ich muss spielen jetzt hier, Junge. Was soll denn das? Oh. Mann, was will der? Nein, Junge, nerv mich halt. Ich muss spielen hier. Highscore, komm schon. Oh, Junge. Mann! Was willst du, Dicker? Mann, hast du dieses Paket bekommen? Ja, ich hab keinen Bock jetzt da drauf. Ich muss spielen hier, Junge. Mann, du musst das aufmachen. Nein, es geht. Es juckt mich doch nicht, was da drin ist. Was ist denn? Mach das auf jetzt, verdammt! Ah, halt, Herr, chill mal. Okay, krass. Spiel du so lange weiter. Heftig, Alter. Hey, was für ein Paket, Digga. Revi, du bist einer unserer exklusiven Tester. Bevor du sofort dein Paket aufreißt, gib folgende URL in dem Browserfenster ein, um am Test teilzunehmen. Gib das mal ganz kurz hier auf dem Fernseher ein. Warte mal. Hallo, lieber Axttester. Oh. Bist du bereit für ein völlig neues Dufterlebnis? Oh mein Gott! Was? Dann öffne jetzt das Paket. Okay. Ja, dann. Digga, Alter, geil. Kekse, Junge, nice. Leder und Cookies, Junge. Was ist das denn? Das kann ja nicht gut riechen. Das muss ja stinken wie sonst was. Ey, ganz ehrlich, Mann. Wenn das jetzt gut riecht, ne? Mhm. Ich soll den ganzen Tag verflucht sein, ohne Witz. Ey, was zum... Oh, fuck. Ich hab voll die Nackenschmerzen jetzt, Alter. Was... Junge, der Keks, Alter. Was soll denn das, Mann? Ich hab voll Hunger drauf gehabt. Ja, dann komm, lass uns einfach drehen und gut... Ich geh jetzt nach Hause. Was machst du? Ich geh nach Hause. Hey, wir wollten noch drehen. Dann komm, ich zwei Stunden wieder. Was geht denn ab? Ja, egal, Leute, passt auf, ihr wisst, was heute ansteht. Eigentlich wollte ich jetzt erstmal mit Mo drehen, dann machen wir das jetzt zuerst, Leute. Wir werden jetzt gleich gemeinsam hingehen und Palutens Zimmer komplett auseinandernehmen. Beziehungsweise, habe ich euch jetzt schon versprochen, Leute, wir werden hingehen und Palles Zimmer zu einem wunderschönen Weihnachtszimmer umgestalten. Und damit herzlich willkommen erstmal zu diesem neuen Vlog, Leute. Ich gönne mir direkt mal meine Jacke. Und ich würde sagen, wir können einfach direkt los. Alter, die Jacke ist ja viel zu klein, das kannst du nicht bringen. Hä? Digga, die hat gestern noch gepasst. Was guck mal deine Ärmel an. Leute, ihr habt's gehört, ich würde sagen, wir gehen jetzt ganz schnell die ganzen Sachen für den Prank einkaufen. Palle wird auf jeden Fall richtig, richtig kassieren, Leute. Christmas Prank Time ist angesagt. Ja, nice. Aufzug kaputt. Geile Zeit. Läuft ja super heute. Wir müssen ein bisschen beeilen, Alter. Mo kommt wieder schon. Du hast den Schlüssel vergessen. Ja. Ach, Junge. Digga! Ich hab keine Ahnung, was da abgeht. Was geht hier eigentlich ab? Fuck! Alter! Ich hab dir doch gesagt, Alter, du musst aufpassen, wenn du so im Stress bist. Wir sind ganz ultra eilig, Alter. Wir sind schon viel zu spät dran. Jetzt so eine Kacke. Es ist halt ein ganz kleiner Kratzer. Das hilft aber jetzt auch nichts mehr. Komm, lass uns los. km/h zu schnell oder was? Und jetzt geblitzt worden dafür. Dicker, was geht heute bitte ab, Mann? Oh, Scheiße. Okay, Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir haben viel, viel länger gebraucht, als wir eigentlich hätten brauchen sollen. Und jetzt möchte ich natürlich Palle noch eine Karte basteln. Was soll ein Anti-Prank sein? Was soll was Freundliches sein? Wisst ihr, deswegen gehen wir jetzt vorne in den Bastelladen und kaufen noch eine wunderschöne Karte für den Boy. Okay, Leute, schaut mal, wir haben hier ein Herz, eine Schere, Pizza-Buchstaben. Palle soll sich ja freuen mit seiner Weihnachtskarte. Ich glaube, ich nehme das hier, weil es ist ja schon ganz weihnachtlich, oder? Komm, nimm du die Tüten oder lass es raus. Nee, nehme ich nicht. Tschüss. Thomas, weiß, ich habe einen Platten. Nicht dann. Lass uns einfach ganz ehrlich, egal was heute passiert, egal, Leute, egal was heute abgeht, ich freue mich trotzdem jetzt so hardcore, diesen Weihnachtsprank bei Palle durchzuziehen. Mo kommt gleich da vorbei, wir drehen noch zusammen ein Video für morgen. Und dann, Leute, wird mit Mo eine wunderschöne Weihnachtskarte für Palles Zimmer gestaltet. Dann werden wir Palles ganzes Zimmer in ein Winterwunderland verwandeln. Oh yeah! Ja, mach jetzt aus. Mann, verstehst du nicht, weil mein Cut setzen soll, du Affe. Jetzt kannst du noch bergauf gehen, Leute. Mo kommt gleich jeden Moment auch nochmal wieder zurück ins UFO. Und dann, meine Freunde, wirklich. Ein Keks, nice. Oh, Junge, alles gut. Ja, es reicht, danke. War schön, war schön. Schau mal, wer hier ist. Gib mal das den Ball, Alter. Ja. Oh, nice, Mann. Cooles Ding. Mo, hast du Bock, wie wirst du drehen? Auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall. Dann geht's jetzt los.
und dann war es eigentlich schon. Dann, meine Freunde, geht's runter, diesen kompletten Berg einmal auszuhöhlen. Da kommt alles rein. Da kommt, wie gesagt, meine Spielehölle rein, mein Casino, meine Batman Cave, alles kommt da rein, Leute. Ich hatte seit langem nicht mehr so viel Spaß beim Bauen in Minecraft, Leute. Das muss ich ehrlich jetzt mal sagen einfach. Ich würde sagen, das war's für diese wunderschöne Folge von Cartoon Tape. Schaut auf jeden Fall bei mir im Hof vorbei, Leute. Das war... Mann, was willst du denn, Junge? Hör doch mal auf, was ist denn das? Alter, irgendwie muss der Vlog unterhalten werden. Ja, Junge, Thomas, chill, Mann. Ich nehme hier gerade auf, Dicker. Was soll denn das, Alter? Hä, aufnehmen, deine Kamera ist aus. Mann, nicht wirklich, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Nur so eine Scheiße, Mann. Es ist... Wir können doch noch eins aufnehmen. Nein, Junge, wir müssen diesen Prank jetzt machen. Egal, wie beschissen der Tag uns jetzt gelaufen ist, Leute. Was doch zählt, ist an Weihnachten, dass man anderen eine Freude macht. Und wo wir gerade schon von... Hey. Hey. Was erzählt, Leute, ist ja bekannterweise, dass man anderen eine Freude macht. Deshalb habe ich hier eine Menge Weihnachtsartikel gekauft, Leute, im wunderschönen Dekoladen. Und wir werden gleich das komplette Zimmer von Palle mit wunderbar weihnachtlichen Glitzerkram. Oh Gott, ich habe das auf der Hand, Alter. Mann, alles ist voll, Junge. Jedenfalls werden wir uns auf jeden Fall richtig darauf freuen, gleich das komplette Zimmer von Palle mit Tannennadeln und so weiter und so fort zu bestücken, Leute. Ich habe meinen freundlichen Bastelelfen Mo neben mir sitzen. Ich kann total gut basteln. Ja, es wird auf jeden Fall richtig, richtig gut, Leute. Und ich würde sagen, jetzt gibt es ein paar wunderbare Beauty Impressions, wie Mo und ich gemeinsam etwas basteln. Freut euch drauf. Voll Spaß gemacht. Oh Mann, ich hasse mein Leben, Alter. Was ist denn heute los? Wir haben es geschafft. Jetzt sind mit der Karte soweit fertig. Jetzt können wir eigentlich rübergehen. Ich freue mich so sehr darauf, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie sehr wir diesen scheiß Augenblick gemacht. Ist dein Ernst? Nein, oder? Nein, der hat abgeschlossen. Wir lassen es einfach jetzt nicht unterkriegen und dann wird halt nicht Palles Zimmer geprankt, sondern Palles Tür. Weil es ist Weihnachten und an Weihnachten geht es darum, jemanden zu pranken und so. Okay, wir sind alles hier mit Geschenkpapier zufällig. Hey, warte, ich hab noch eine Kugel gefunden. Ich Junge, Alter, was ist denn mit dir? Mit mir? Hol mal die Schere, ich würde ungern selber schneiden und dann, Leute, gibt es eine wunderschöne Timeless, wie wir Palles Tür endlich dekorieren. Leute, es hat zwar nicht alles so geklappt, wir haben es leider nicht geschafft, Palles Zimmer zu betreten, aber immerhin haben wir die Tür hinbekommen, also von daher, Leute. Was ist denn das? Hey, Weihnachten, Junge, Weihnachtsprank. Was ist denn für ein Scheiß, Alter? Hey, Easy, Mann, was war das? Easy, Alter. Ich hasse Weihnachten. Junge, was soll das denn? Was ist das hier? Was soll das? Jetzt ist mein ganzes Video. Ich habe keine Ahnung, was heute los ist, Leute. Ich weiß es nicht. Wie kann denn ein Mensch so viel Pech haben? Was ist denn? Wenn das jetzt gut riecht, ne? Mhm. Ich soll den ganzen Tag verflucht sein, ohne Witz. Okay, so langsam dämmert es mir. Es muss an dem Deo gelegen haben, Leute. Und ich muss ganz ehrlich sein, es riecht einfach... Ich kann es echt nur empfehlen, es riecht wirklich, wirklich gut. Ganz genau. Das ist das neue Axe Leder und Cookies. Vielleicht hättest du nicht zweifeln sollen. Wer soll Leder und Cookies als nächstes testen? Kinders, ich habe die Challenge da gerade mit Bravour bestanden. Ihr habt es gehört, die Stimme hat mir grünes Licht gegeben. Und ich darf jetzt netterweise noch jemanden nominieren. Und wen habe ich da bei dem Hinterkopf? Jemand mit einer Menge Pferdestärke, mit einer Menge PS. Der liebe JP wird von mir nun nominiert. Viel Spaß mit deiner Axe Leder und Cookie Challenge. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal hier an Axe für diese wunderbare Kooperation, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Bock habt, selber mal ein Set von Leder und Cookies zu gewinnen, Leute, dann checkt auf jeden Fall gerne mal sämtliche Links in der Beschreibung aus und schreibt vor allen Dingen einen Kommentar mit dem oben genannten Hashtag Leder und Cookies, Leute. Es riecht verdammt gut. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, kommentiert unten, meine Freunde. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich bedanke mich nochmals für die Kooperation und fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, oder rein. Ciao, ciao.